So, dann beginnen wir mit der Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen. Ich darf beide Trainer hier auf dem Podium begrüßen und zunächst Xabi Alonso um sein Statement bitten. Hallo, danke schön. Glaube ich, dass es war ein sehr interessantes Spiel für die Zuschauer. Total anderes erste Halbzeit und zweite Halbzeit. Viele negativ von uns in erste Halbzeit. Viele positiv von uns in zweite Halbzeit. Erste Halbzeit, wir haben gefühlt, dass Flow von Stuttgart gerade. Sie haben sehr gut gespielt, was sie haben gemacht in dem letzten Spiel, sie zu Hause gegen uns heute. Sie haben sehr gut gemacht, erste Halbzeit und Halbzeit, wir haben gesprochen mit den Jungen. Das Beste ist der Ergebnis. Ist nicht nur 1-0, wir sind live. Und wir müssen korrigieren, etwas taktisch, etwas emotional, etwas Energie. Und wir haben besser gemacht, mit besser Kontrolle, ruhiger mit dem Ball, nicht zu schnell, besser kontrollieren, genug Chance geschafft. Die Tor war sofort nach der Halbzeit, aber wir hatten genug Chance. Aber ja, glaube ich, dass der Unentschieden ist gerecht. Gerecht, ein mehr Punkte und wir weiterhin. Vielen Dank, Xabi Alonso. Dann machen wir weiter mit Sebastian Hoeneß. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, erste Halbzeit ist bei uns. Hat sich auch für uns so angefühlt jetzt. Die Jungs waren enttäuscht. Ich glaube, es lag insbesondere in der ersten Halbzeit, dass wir da möglicherweise es versäumt haben, anderes Ergebnis als das 1-0 noch zu kreieren. Haben wir wirklich viele Dinge richtig gemacht. Wollten Kontrolle, wollten sie unter Druck setzen, wollten sie zu Fehlern zwingen. Ich glaube, dass das immer wieder gelungen ist. Trotzdem hatte auch Leverkusen ein großes Ding von Boniface. Ich glaube noch den Lattenschuss. Aber das Chancenplus war auf unserer Seite. Und das hat sich dann verändert in der zweiten Halbzeit. Insbesondere das Gegentor hat uns wehgetan. Nicht nur einfach, weil das Resultat dadurch dann egalisiert wurde, sondern weil wir auch ein intensives Spiel hatten unter der Woche. Gefühlt haben wir das dann richtig gespürt. Und dann mussten wir leiden. Und das haben wir dann gemeinsam getan. Und deswegen, und das habe ich den Jungs gerade schon gesagt, war ich sehr stolz auf die erste Halbzeit. Aber ich bin auch sehr, sehr stolz auf die zweite Halbzeit. Weil die Gefahr ist schon groß, dass dann Leverkusen richtig aufkommt und das Spiel einfach komplett auf ihre Seite zieht. Und das haben wir gemacht mit vereinten Kräften, vielleicht hier und da sogar ein bisschen ein Quäntchen Glück, dass wir uns aber erarbeitet haben, wie ich finde. Und deswegen sehe ich es wie Xabi. Ich finde, das Ergebnis ist gerecht. Ich glaube, die Fans oder die Zuschauer haben sowohl im Stadion als auch zu Hause ein Top-Spiel gesehen. Und deswegen, ich gewinne lieber, aber in dem Fall bin ich auch zufrieden. Insbesondere mit der Leistung und auch mit dem Punkt. Dankeschön. Sebastian, vielen Dank. Dann kommen wir zu euren Fragen. Bitte nach einem kurzen Handzeichen, dass wir die Mikros reichen können. Felix Arnold beginnt in der dritten Reihe. Genau. Ja, hallo Herr Hoeneß. Ich hätte mal eine Frage zur Waldi Anton. Der hat trotz Platzwunde mit Dieter Hoeneß Gedächtnisturban weitergespielt und das auch sehr, sehr stark. Was sagt es über ihn aus, einfach über seine Kämpfermentalität? Und haben Sie sich da vielleicht auch an die Szene Ihres Vaters oder an die Bilder von damals ein bisschen zurückerinnert gefühlt? Habe ich nicht, um ehrlich zu sein. Was sagt es über Waldi aus? Ja, unterstreicht einfach nochmal das, was wir, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen immer wieder auch besprochen haben, dass er eine unglaubliche Mentalität ist. Und da muss schon ein bisschen mehr passieren, dass Waldi vom Platz geht. Ich kann mich nur einmal daran erinnern, da ist er letztes Jahr vom Platz gegangen, aber das waren andere Gründe. Also nein, Waldi, unglaubliches Mentalitätsmonster, obwohl ich das Wort eigentlich nicht mag. Aber er macht viele, viele Dinge gut. Dann hier vorne bitte. Ich hätte eine Frage an beide Trainer, einmal an Herrn Alonso. Was aus Ihrer Sicht, die in der ersten Halbzeit vor allem zu Beginn die Schwierigkeit war, die Stuttgart geboten hat, dass Ihre Mannschaft nicht so richtig ins Spiel gekommen ist? Und dann die taktische Anschlussfrage zum Anfang der zweiten Halbzeit an Herrn Hoeneß, als Leverkusen dann 15 Minuten richtig Druck gemacht hatte, was da so die ausschlaggebenden Faktoren war, ob es eine Umstellung war auf Gegnerseite, weil das hat man dann schon ein bisschen gemerkt, dass der Zugriff gefehlt hat.
Ja, die erste Frage, ja, war nicht vielleicht die Schnelligkeit, war die Kontrolle. Sie haben gefunden, die freien Spiele zu einfach. Wir haben nicht gut organisiert und wir waren nicht aggressiv genug für die Drücken und zu springen, diese freien Spiele zwischen den Linien, dass Stuttgart viele mal spielen in dieser Area. So ja, das war sehr wichtig. Sie hatten Kontrolle, sie hatten Chance. Wir waren nicht stabil gegen den Ball und danach wir waren nicht gut mit dem Ball. Das ist immer direkt. Das passiert immer für uns. So wir haben gesprochen, dass die erste Task war die besser zu verteidigen, mehr kompakt, mehr klar. Welche Spiele muss in welchen Raum. Und wenn wir haben das gut gemacht, wir waren mehr stabil und wir haben mit mehr Kontrolle gespielt. Ja, genau. Ich glaube, Kontrolle ist hier das ausschlaggebende Wort. Ich glaube, das ist uns in der ersten Halbzeit noch gut gelungen. Die haben wir dann verloren in der zweiten Halbzeit. Muss ich mir nochmal anschauen. Ich finde, unser Pressing war nicht mehr... wir hatten nicht mehr den Zugriff aufs Spiel. Das war das eine, aber und dann mussten wir viel hinterherlaufen. Das Tor dürfen wir einfach nicht vergessen, weil es einfach was macht mit uns und dann auch dem Gegner. Und dann mussten wir viel hinterherlaufen, haben Körner verloren und haben dann im Ballbesitz auch zu viele leichte Ballverluste gehabt. Ich glaube, das war das Gleiche, was Leverkusen auch in der ersten Halbzeit möglicherweise hatte, dass dann. Ja, das ist eine Folgeerscheinung, wenn du viel hinterherlaufen musst, wenn du viel investieren musst ins Pressing und dann den Ball eroberst, triffst du hin und wieder einfach die falsche Entscheidung, wo wir dann wieder mehr auf Kontrolle hätten setzen müssen, wo wir zu viel auf Angriff, auf Umschalten, da haben wir wieder eine falsche Entscheidung getroffen. Und dann summiert sich das natürlich, verlierst du den Ball, musst wieder hinterherlaufen und trotzdem finde ich, dass wir dann nach 15 Minuten zumindest wieder einigermaßen im Spiel waren, ja, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass wir besser waren. Leverkusen war es über weite Strecken, war gefährlicher auf jeden Fall. Und trotzdem haben wir es immer wieder auch geschafft, sie dann mal zurückzudrängen. Dann machen wir weiter mit George Moisidis. Eine Frage an Xabi Alonso. Sie haben es zwar vor den TV-Kameras schon erklärt, aber können Sie uns auch mal nochmal erklären, warum Sie taktisch umgestellt haben zu Beginn? Weil das hat ja irgendwie, ging es dann zwischen 3-4-3 und 4-4-2, ging es ein bisschen hin und her. Da hat die Mannschaft irgendwie ein bisschen verloren gewirkt. Können Sie das nochmal erklären? Erklären, was wir haben gesprochen in der Halbzeit. Ja, wir haben zu Billy gesprochen. Es war ein sehr guter und sehr wichtiger Moment für uns. War nicht einfach, weil die Spieler, sie hatten der Mut war nicht der beste, aber wir hatten eine gute Reaktion. Wir haben mehr stabilisiert unsere Drucken, unsere Distanz zwischen den Spielern. Und das war die direkte Konsequenz für besser zu spielen. Ja, wir hatten nicht klar in der ersten Phase, welche Spieler muss gehen zu drücken. So, deshalb ist es eine Konsequenz. Sie finden einfacher die freien Spiele zwischen den Linien. Sie haben sehr gut gemacht. Und das war eine große Topic. Aber besonders die Kopf von den Spielern. Sie waren bewusst, dass das war nicht unser Niveau, dass wir konnten besser machen. Und es ist alles, was sie haben gemacht in der zweiten Halbzeit. Ersten Halbzeit mit Viererkette eigentlich begonnen, oder? Oder täuscht das? Normalerweise ich erkläre nicht alle. Aber ja, wir waren nicht gut. Okay, alles klar, Dankeschön. Felix Arnold hat noch eine Nachfrage. Herr Hoeneß, in Ihrer Startelf waren auch heute wieder 8 Deutsche, die sich manche mehr, manche weniger Hoffnungen auf die EM nächstes Jahr machen. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, so einen Block in der Mannschaft zu haben? Und was ist das auch ein Teil für den Erfolg, den der VfB aktuell hat? Aber ja, das würde ich jetzt einfach mal komplett lösen von einer EM. Das Entscheidende, das haben wir jetzt auch schon oft gesagt, das sind einfach gute Jungs, gute Spieler, die richtig Qualität haben, die gerade richtig gut zusammenspielen. Und dann
wenn du als Mannschaft erfolgreich bist, dann ja, entwickeln sich daraus meistens auch individuelle Erfolgsgeschichten. Und dass die Jungs noch dazu jetzt deutsch sind und möglicherweise dadurch auch in bestimmten Fokus geraten, klar, ist so, ja, ohne das jetzt in irgendeiner Form bewerten zu wollen. Für mich ist die EM weit weg. Ich glaube, was die Jungs und wir machen können, weiterhin versuchen, gut zu spielen und gute Leistung zu bringen. Und dann, ich glaube, ich weiß nicht, wann das nächste Mal im März oder wird, glaube ich, nominiert, möglicherweise auch auf dem Zettel zu landen. Aber für mich ist das jetzt aktuell weit, weit hinten. Gut. Sind wir durch mit der Pressekonferenz. Danken beiden Trainern. Ja. Wünschen Ihnen allen guten Nachhauseweg. Schönen Sonntagabend. Danke, schönen Abend. Tschüss. Dankeschön.